vor dem ersten Saisonspiel morgen 19.30 Uhr gegen den ERC Red Bull München. Für dieses Spiel haben wir Stand jetzt 7.500 Tickets verkauft. Davon sind 3.100 Dauerkarten. Ich glaube, man kann durchaus erwähnen, dass das der beste Dauerkartenverkauf seit 2008, 2009 ist. Und eigentlich wollte ich die erste Frage direkt an Uwe Frommholz stellen, aber die Kollegen, die beim Training waren, haben ja gesehen, dass das Verletzungspech dann doch hold bleibt. Benoit, vielleicht kannst du kurz sagen zu Freddy Cabana, zu der Verletzung. Fragt sich vielleicht jeder, was wir schon wissen oder ob wir überhaupt schon irgendwas wissen. Oh, wir warten von unserem Herzen. Freddy ist Richtung Krankenhaus und dann wir warten für den Anruf. Er hat das Problem laufen, so wir müssen anschauen, wir müssen warten. Und, aber ich hatte die Situation vielmal, like, seit ich bin in Hamburg, so ein wenig ist like, nicht ganz normal, aber ist fast normal bei uns. So wir warten und dann wir sind bereit. Für die, die es nicht mitbekommen haben, er hat einen Schuss auf den Fuß gekriegt und hat damit dann auch noch Nico Kremmer getroffen, also zwei gleich ausgeschaltet. Drücken wir die Daumen, dass das nichts Schlimmeres ist. Ja, ich würde sonst gerne das Wort an Uwe Frommholt geben, der vielleicht einmal kurz die Sommerpause 152 Tage lang zusammenfasst und einen kleinen Blick nach vorne wirft. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Die Sommerpause war lang. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Sowohl auf dem Eis als auch neben dem Eis ist viel passiert in der Sommerpause. Wir sind sehr dankbar für den großen Vertrauensbeweis, den uns sowohl unsere Fans, aber auch die Wirtschaft gegeben hat. Wir haben, wie Christoph das eben schon sagte, gut 3.100 Dauerkarten verkauft für diese Saison. Davon sind um die 600, knapp 650 niegelnagelneue Dauerkartenkunden dabei. Das ist sicherlich die Belohnung oder auch ein Teil Belohnung für den attraktiven und am Ende ja doch sehr erfolgreichen Sport der vergangenen Saison. Das ist eine große Steigerung. Das sind ungefähr 95% der alten Dauerkarteninhaber haben verlängert, was auch wirklich, wirklich viel ist. Dann haben wir die Sommerpause natürlich auch genutzt, um mit unseren Partnern aus der vergangenen Saison und neuen Partnern zu sprechen. Wie Sie, glaube ich, alle wissen, haben wir es geschafft, dass alle Premium-Partner, eigentlich alle Partner, haben verlängert. Ein paar, die in der vergangenen Saison, ich will nicht sagen geschnuppert haben, aber kleiner eingestiegen sind, sind jetzt komplett dabei. Blockboy, Bijou, Brigitte. Und ich denke, dass unser Konzept, dass wir, oder nicht Konzept, sondern einfach die Tatsache, dass wir Partnerschaften als Partnerschaften sehen und auch entsprechend auf den Partner zugeschnittene Konzepte entwickeln, wirklich aufgeht. Die haben das ja alle gemerkt oder viele von ihnen gemerkt bei den Präsentationen unseren Partnern. Ich glaube, das ist auch nicht überall so, dass es so gemacht wird. Unterm Strich kann man sagen, dass wir unsere Einnahmen, unsere Sponsoring-Einnahmen gegen der Saison 11-12 in der jetzt vor uns liegenden Saison verdoppelt haben. Das ist nicht schlecht, das ist ziemlich gut. Dafür haben wir viel und hart gearbeitet. Wir sind jetzt logischerweise, auch das haben Sie schon ja mitgekriegt, nicht ausverkauft, aber wir sind fast ausverkauft. Wir haben gestern die letzte Bande vertraglich gesichert. Das werden wir dann natürlich noch bekannt geben, dem Partner. Es gibt noch eine gute, sehr gute freie Fläche. Da sind wir aber in guten Gesprächen. Das ist die Hose. Ansonsten sind wir, kann man sagen, Ausverkauf, wobei dieses Ausverkauf um Himmels Willen nicht heißen soll, dass wir nicht gerne jederzeit mit weiteren Partnern, die an uns Interesse haben, mit uns gemeinsam in die kommende Saison zu gehen, interessiert sind. Wir werden wie immer kreative Möglichkeiten für jeden finden,
Also, aber es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass wirklich von Brust bis Eis bis Banden ist alles erstmal weg, bis auf die Hose. Aber da sind wir in ganz guten Gesprächen und ich denke, dass wir das auch noch in den nächsten Wochen über die Bühne kriegen werden. Ja, vielen Dank, Uwe, für die zahlreichen Infos. Ja, vielen Dank. Stefan, vielleicht an sich noch die Frage, wie zufrieden bist du mit deinem neuen Kader, dem Kader für 14-15, mit den Neuzugängen, also zumindest denen, die alle spielen können? Ja, ich glaube, wir sind sehr zufrieden mit der Mannschaft, das wir haben. Sicher sind wir nicht zufrieden mit diejenigen, bis das wir haben in die CHL gehabt. Was wir vielleicht können wir von der CHL diese Saison lernen, denn wenn wir nächste Saison wieder in der Champions Hockey League spielen, dann müssen wir ein bisschen früher anfangen. Das haben wir schon gemerkt. In den ersten paar Spielen zu Hause gegen die Schweden und die Finnen, dass sie waren mehr bereit, weil bei die Schweden, sie waren fast den ganzen Sommer auf Eis und bei den Finnen, sie waren schon 4-5 Wochen vor uns auf Eis. So, ich glaube, das ist keine Ausrede, aber es ist, man hat schon gemerkt, dass wenn wir würden wieder in der CHL spielen, dass wir mussten früh anfangen, vielleicht nicht nur ein Vorbereitung vorher, vielleicht zwei oder drei, dass die Jungs mehr in Rhythmus sind, dass wir mehr Erfolg bekommen. Aber von die Mannschaft zusammen, von der Stimmung in der Mannschaft, trotz der Niederlage in der CHL, ist die Stimmung gut. Ich glaube, dass Benoit hat ein gutes Gespräch mit den Jungs sowohl gehabt und die Jungs sind bereit, eine gute Start und eine gute Saison zu spielen. Vielen Dank, Stefan. Dann würde ich um Fragen bitten. Ungefähr gleich, der Etat ist ungefähr gleich. Gute Frage. Mit welchem sportlichen Ziel startet ihr? Wie jedes Jahr, wir wollen attraktiv Eishockey spielen, gut Eishockey spielen. Wir wollen eine gute Show für unsere Fans bieten, wie letzte Saison. Platzierung, die DL ist sehr eng. Wir gehen immer davon, Top 6 zu erreichen. Sieger wollen wir mehr erreichen, aber man muss auch wissen, in den letzten drei Jahren gibt es nur zwei Mannschaften, das hat die Top 6 erreicht. Das sind uns und Mannheim. Das spricht für die, wie die Liga ausgeschieden ist. So, erste Ziel wird die Top 6 erreichen und immer den nächsten Schritt zu erreichen. Sieger. Es wird hart, weil die Konkurrenz wird schwierig, aber bei uns ist immer der nächste Schritt. Wir wissen, es wird eine harte Ziel zu erreichen, aber erstmal eine gute Vorrunde, eine gute Platzierung und dann auf den Playoff zu konzentrieren. Das sind bis jetzt so um die 8% mehr als letzte Saison. Also die ganze Saison. Da kommt ja noch ein bisschen was dazu über die Saison. Deswegen zum Beispiel Hose. Also es wird sicherlich auch mehr als, das ist jetzt schon sicher. Es ist jetzt schon mehr, als wir in der vergangenen Saison hatten. Ich denke, dass David spielt auf eine Reihe, spielt nicht auf vier Reihen. So sicher, dass Freddy will mit, wann Freddy spielt, er wird mit Flagge und Fesseling spielen. Aber wir zeigen für uns, dass Freddy ist auch ein sehr starker Spieler, vielleicht nicht so stark groß wie David, aber er ist ein sehr, sehr starker Spieler. Und diese Reihe, denke, diese Reihe kann nicht ihre Stile wechseln. Sie haben die gleiche Stile. Die anderen zwei Reihen, sie haben ihre Stile, unser aggressiver Stil.
Dann Sertich Rai, wir können nicht fragen, Sertich und Clark spielen wie Flacke oder wie Oppenheimer. So vielleicht, diese Rai ist ein bisschen mehr Technik und taktisch, aber unsere Mannschaft-Identität ist eine aggressive und attraktive Hockey spielen. Oh, sicher, wir haben viel gelernt. Wir haben gesehen, die in der ersten Runde, in der DL, die Top 10 Mannschaft, sie sind sehr stark. Und was ist wichtig, ist diese kleinen Details, dass als Trainer und Manager wir arbeiten mit unserer Mannschaft jeden Tag. Und in die Halbfinale, wir haben gesehen, dass eine Auswahl spielen, denn wir hatten ein siebtes Spiel. So sicher, dass Wir wollen ein bisschen Stil, ein bisschen wechseln, wenn wir spielen auswärts dieses Jahr. Wir spielen mit ein bisschen mehr Geduld, wenn wir spielen auswärts, weil über die letzten drei Jahre wir haben nicht die beste Auswärtsrekord in der EL. Und so für mich als Trainer, ich muss eine Lösung finden für das mit unserer Mannschaft. Und vielleicht dieses Jahr, wir wollen ein bisschen mehr Geduld spielen. Und im Playoff, wir haben gesehen, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz ist nicht wichtig. Was ist wichtig, ist, dass die Mannschaft dieses Jahr kommt, erreicht die Playoff mit in die Top Mental Kopf, in die Top Mental Mental Verfassung. Das ist so wichtig. Wir haben gesehen, letztes Jahr, wir wollen ersten Platz erreichen, weil wir waren letzte, so das war sehr wichtig für unsere Mannschaft. Aber dieses Jahr, vielleicht, wenn wir sind in die letzten zwei Wochen auf der Saison, vielleicht, wenn wir sind in Top 4, vielleicht wir machen ein bisschen wenig Druck für den ersten Platz, vielleicht wir konzentrieren ein bisschen mehr zum Playoff. Ja, ich spreche nur über alles. Ich glaube, dass wie Benoit angesprochen, wir wollen vielleicht mehr Konstanz auswärts zu spielen, dass wir das in die Playoff mitbringen. Man hat auch gemerkt, vielleicht, dass wir haben ein bisschen Kreativität gefällt. Deswegen, wenn wir ein Spiel wie Clark und Sertich, wir denken, dass sie werden uns mehr Kreativität auf die Überzahl bringen. Aber okay, es ist, wir reden von so Kleinigkeiten in der Playoff. Und ich glaube, dass die Jungs haben alles gegeben. Wie Benoit angesprochen ist, Ingolstadt ist das beste Beispiel. Sie sind wieder einen Lauf in die Pre-Playoff-Rennen gekommen und sie haben das Lauf durch die Playoff mitbringen. Und wir müssen uns dann gut vorbereiten, um mit so einem Lauf in die Playoff zu gehen, dass wir können weiter in die Playoff kommen. Ich glaube, es gibt Mannschaften, das hat viel investiert in der Saison. Mannheim, Nürnberg, München, sie gehören immer zu den Top-Favorit. Eisbären muss auch dazu immer da sein. Wenn ich die Liga anschaue, ich würde sagen, es gibt fast 6 bis 8 Mannschaften, das könnte Meister werden. Und Sieger gehören wir auch zu dieser Gruppe. Ja, klar spüren wir das. Das freut uns ja auch. Das ist ja auch Ansporn. Wir sind ja nun gemeinsam doch durch etliche größere kleine Täler gegangen. Und wenn dann die unglaubliche harte Arbeit auf dem Eis, aber auch neben dem Eis belohnt wird, so wie in der vergangenen Saison, dann möchte man natürlich mindestens das erreichen, was man erreicht hat. Und dieses Mindeste ist eigentlich zu wenig, also man will immer mehr haben. Das liegt in der Natur der Sache. Und wir freuen uns alle, wirklich nicht nur die Spieler und die Trainer, sondern alle auf der Geschäftsstelle. Es muss jetzt losgehen, also es wird Zeit jetzt.
Natürlich, selbstverständlich. Wir wollen gewinnen. Ja, ist immer schwierig. Also unterm Strich, wir hatten letztes Jahr so Hausnummer 8500, irgendwas sind es ja dann gewesen, 8500 plus X. Das wird man sehen. Das ist natürlich auch vom Sportlichen abhängig. Das ist davon abhängig, was sonst so nebenbei passiert in der Stadt. Aber natürlich wünschen wir uns und arbeiten wir auf einen höheren Zuschauerschnitt hin. Und ich denke, dass das auch durchaus möglich ist. Gibt es sonst jetzt noch Fragen? Ja, Ralf? Es gibt diese Saison ja zwei offensichtliche Regeländerungen. Wie sind eure Erfahrungen jetzt aus der Vorbereitung? Wie beeinflusst das Spiel? Also das Hybrid Icing und die größeren Angriffs von Benoit. Das Spiel geändert dann? Can you translate that, please? Change the rules. No, change of the rules. Oh. How we cope with it. Okay, yeah, sorry. Yeah. Wir haben viel über das gedacht und die Hybrid Icing, ich denke, das ist ein Unterschied, especially auf Bully, Neutral Zone Bully, denn wir haben arbeiten über zwei, drei Setup-Play, Schema und dann sicher auf Transition. Die Transition mit diesem Hybrid Icing, wenn du als intelligent und smart Verteidiger, denn sie können lesen, welche Spieler ist als Schnelligkeit und das. So, ja, ist eine Unterschied, eine große Unterschied. Aber ich denke, dass alle Spiele, die ich gesehen habe, nicht alle Mannschaft ist 100% klar in den Kopf. So, ich denke, dass mehr die Saison will, mehr Spiel wir will spielen, dann denke ich, dass wir will use that more. Wir haben, ich habe es gesehen, die Training heute. Wir haben zweimal das Arbeiten heute, die Bully in Neutral Zone. Wenn wir gewonnen, die erste Bully im Spiel, wir haben ein Setup-Play und dann die gleiche in der Neutral Zone, wenn wir gewonnen, die Bully. So, it is a part of our system. Ja, denke ich bin glücklich. Letztes Jahr war ein anderes Problem. Wir haben sehr Ausländer letztes Jahr, aber dieses Jahr ist ein gutes Problem für einen Trainer. Aber wir haben mit unseren beiden Torhütern gesprochen. Letztes Jahr am Ende der Saison und beide, sie wissen, sie haben zwei oder drei Jahre Vertrag. So wir haben gefragt, was ist besser für jeden und dann die Lösung, wir haben gefunden, ist, wir wollen, es gibt eine Regel, wir wollen nicht, es ist like ein Torhüter bleibt 4, 5, 6 Spiele auf Bank. Das ist unsere Regel. Dann wir haben gesprochen, dass sie wollen, like, eine Spiel Freitag, die andere Spiel Sonntag und dann Freitag. Aber in den ersten Monaten, wir können nicht dick erreichen. Wir haben ein Spiel zu Hause, zwei Auswärtsspiele, ein Spiel zu Hause, dann die Champions League. So für die ersten Monate wir haben ein bisschen unterschiedlich. Die ersten zwei Wochenende ist Sebastian morgen, die mir am Sonntag. Nächste Woche Sebastian Berlin, die mir hier gegen Köln. Und dann für die Continental Cup, dann wir schauen, wie ist unsere Mannschaft, unsere Torhüter. Und dann aber man wird aber nur zwei Spiele in der Woche, eine Spiel am Freitag, die andere ist Sonntag und dann welche als das Spiel am Sonntag wird am Freitag spielen. Aber das ist Eishockey, ich denke Wechsel, so vielleicht wir haben eine Eistorhüter und er bleibt zwei, drei Spiele, aber nicht lange, ein Torhüter muss auf der Bank bleiben.
es keine Fragen mehr gibt, kannst du, Benoit, vielleicht noch kurz was zu den Kapitänen sagen und Assistenten? Ja, das, was ich mag about Eishockey, ich denke, es ist 24 Stunden Eishockey und in diesem Monat, wir haben ein bisschen wechseln. Unsere erste Idee war, wir machen die Entscheidung, die Sport-Leute, like alle vier, Vincent, Rich, Serge und Mick. Und dann unsere Kapitän ist klar, ist Schubert. Und dann jetzt ist Verletz, so ist Oppenheimer unser Kapitän. Und dann nach unserem letzten Termin mit Rich und Vincent und Serge, wir haben gedacht, dass vielleicht zwei Spieler, und das ist der Spieler, das makes the choice. Die Spieler haben viel. Ja, die Spieler haben diese Entscheidung gemacht. So, jeder Spieler war in unserem Büro diese Woche und jeder Spieler hat für zwei unterschiedliche Spieler seinen Namen geschrieben. Und dann, heute, wir haben gesagt, die Spieler, okay, du, Westcott, hast diese Vote und dann Pettinger, Roy und das. So, das ist die Mannschaft Entscheidung dieses Jahr. Und dann die Mannschaft als die richtige Entscheidung und für uns das ist gut. Wir wollen die Mannschaft ein bisschen lassen, frei, sie machen die Entscheidung selbst und denke, das ist gut. Das heißt, die beiden Assistenten sind Pettinger und Westcott? Ja, okay. Pettinger und Westcott. Und da war sehr, wenn die letzte ist angekommen, seine Entscheidung als Wechsel, das ist sehr gut für uns. Wenn wir haben Spieler als 8, 7, 5, 5, 4, das ist sehr gut für uns als Trainer, dass wir haben viel Leader in unserer Kabine. So, wann ist es so klar, dann du sagst, aber wann ist sowieso, dass 6 Spieler, das war sehr, der Unterschied war nicht so groß. So, für uns, das schaut, dass die Mannschaft weiß, wir haben viel Leader in viel Leadership in unserer Kabine. Wir in Englisch, we say we cross the bridge when we get to the bridge. So, wenn Schubert kommt, dann wir schauen. Jetzt ist Oppenheimer unser Kapitän, und dann wenn Schubert kommt, dann wir machen. Like, wir haben unterschiedliche Choice. Like, Co-Captain, 3 Assistant, wir schauen da. Aber jetzt, wir müssen konzentriert auf Spiel gewonnen. Zu guter Letzt vielleicht noch eine weitere Personalie. Stefan, du hast mir vorhin gesagt, als wir reingekommen sind bei Mitchell. Gibt es zumindest eine positive Entwicklung? Ja, es ist positiv. Ich habe auch Kontakt mit der Anwaltin gehabt und Adam hat gestern. Und es sieht so aus, dass die Freigabe von der kanadischen Botschaftsschuld in den nächsten paar Tagen kommen. Ob er wird morgen spielen, das weiß nicht, ob es wird so schnell gehen, aber wenn wir so gut Dankeschön, dass die Freigabe soll kommen, dann ich gehe davon, dass es wird bald passieren. Bis wann musst du die lizenzieren, damit er morgen spielen kann? Ich habe bis morgen. Ja, ich glaube, das DL ist 2 um 17 Uhr. So. Gut, dann bedanke ich mich nochmal für den zahlreichen Besuch und würde sagen, die drei Herren stehen noch für Einzelinterviews zur Verfügung, wenn Interesse besteht. Schönen Tag allen und vor allem bis morgen, 19:30 Uhr. Vielen Dank. Danke.